Wir sind es leid, dass für unsere hochwertigen Erzeugnisse, ja, dass da so mit geramscht wird. Und da müssen die sich jetzt alle Gedanken machen. Lidl, Edeka, die sind ja auch schon besucht worden, da finden Gespräche statt. Und Aldi hat sich bis jetzt nicht gerührt und deswegen sind wir hier, um das nochmal Nachdruck zu fordern. Ja, es gab ein Gespräch hier mit dem Hauptverantwortlichen hier von dem Lager in Dreie. Und wir haben unsere Forderungen gestellt. Wir bleiben so lange, bis das Ergebnis passt. Wir waren jetzt natürlich schon mal sehr froh, dass dieser Herr hier vorhin schon mal rausgekommen ist und erstmal die Meinung eingefangen hat, damit er jetzt auch seiner Arbeit nachgehen kann. Das fanden wir erstmal schon mal sehr, sehr positiv. Und wir wollen hoffen, dass das auch zeitnah so weitergeht. Die Landwirte sind aufgebracht. Es sind noch mehr als doppelt so viel wie letztes Mal hier. Wir haben Ablösungen parat. Es kommen heute Nacht Ablösungen, es kommen morgen früh Ablösungen, es kommen auch übermorgen noch Ablösungen. Das ist kein Problem. Wir sind so gut vernetzt, wir werden das durchziehen. Irgendwie werden wir das auf jeden Fall durchziehen. Landwirtschaft soll zukünftig mal wieder Spaß machen. Im Moment steht man morgens auf, die Motivation ist fast auf null gesunken, weil man schon weiß, sobald ich den Fuß raussetze, verbrenne ich bares Geld, mein eigenes Geld. Nicht das Geld von irgendjemand anders, sondern mein eigenes Geld verbrenne ich, sobald ich meinen Fuß aus dem Bett gesetzt habe. Die sind verzweifelt. Also mein Betrieb zu Hause, ich bin die 20. Generation. Ich bin die Letzte. Das weiß ich jetzt schon. Mein Sohn, 15 Jahre alt, hat gesagt, nö, den Scheiß tue ich mir nicht an. Für nichts arbeiten und dann noch der Arsch der Nation sein, ist nicht. Danke.